Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Ysima. Yen, was vorhin passiert ist... War sehr schön. Lass es uns nicht mit den Einzelheiten ruinieren. Ich werde den Baron aufsuchen, Uma mitnehmen und dann nach Kaer Morhen hin weiterreiten. Ich werde dazustoßen, so schnell ich kann. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. Habe ich was, das ich ablegen kann? Ja, aber einen ganzen Haufen, den ich verkaufe. Oh, ich hab das. Ich hab die Armbrust noch gar nicht. Okay, was können wir noch machen? Balladen über dich singen. Haben sie dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert? Siehst du den weißen Freunden, zeig mir das Herz. Meinen die Eisstöcke Waffenhändler. Wo muss ich hin? 1000 Meter. Auch wieder darüber. Naja, was soll's. Siehst du, wie wenig du von der Welt weißt? Aber keine Sorge, bei mir bist du sicher. Boah, ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer hast. Die Pläne gesehen? Seltsames Landschiff bauen. Bist du eine Erscheinung von Myrhorn? Ich werde Priesterin, wenn ich... Ja, ich möchte deine Ware sehen. Verdammte Axt! Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen! Zeig, was du hast, dann sehen wir weiter. Weg, 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 weg. Weg.
Bis dann. Und hässlich wie ein Seeteufel. Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Was führt dich nach Speaker Rook? Ein Auftrag. Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Du glaubst deiner Schwester wohl nicht? Sie hatten gute und schlechte Zeiten. Nils ist ein notorischer Schürzenjäger und Britta ist nicht der einfachste Mensch. Aber Familie ist mir heilig. Nimmst du dich der Sache an? Ja. Mal sehen, was ich tun kann. Zuerst will ich mit deiner Schwester reden. Britt und Nils hatten einen Lieblingsort. Die Klippen nördlich des Dorfs. Seit er weg ist, wandert sie da herum. Danke. Ich gehe zu ihr. Schon mit Honig eingeschmiert, Held? Was suchst du? Bernstein? Nein, Gold. Da solltest du aber im Fluss suchen. Mit einem Sieb oder so. Du verstehst nicht. Hände weg von unseren Leute Mädchen. Unsere Leute haben ein isgardisches Schiff voller Leute. Da spielen die Wellen sicher was an. Ja, komm. Geh durch. Da muss ich eine kurze Rast einlegen. Ich weiß, was ich sage. Dieser Geizkragen von Wirt verdünnt seinen Wein mit Wasser. Was ist auf der Tisch? Ja. Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Hast du gesehen, wie Nils starb? Ich sah einen Schatten. Große Flügel wie eine Wolke am Himmel. Dann hörte ich ihn schreien. Etwas packte ihn, riss ihn hoch und flog zu den Höhlen am Strand. Aber er lebte noch. Er schrie meinen Namen. Ich kümmere mich darum. Ich sollte mich in den Höhlen sehen, die Britt erwähnt hat. Deshalb springt man nicht in unbekanntes Gewässer. Man könnte sich die Beine brechen. Was ist es denn noch? Schlechte Idee. Auge um Auge.
Jetzt ist dein Glück vorbei, es ist gebrochen. Du bist tot. Oh, der ist schon tot. Alles. Warum ist hier immer so beschissenes Wetter? Kann mir das mal einer erzählen? Ständig schneit's oder sonst irgendwas. Ist ja schlimm. Okay, da geht's weiter. Unmöglich hochheben. Melusine, die verrückte, gefährliche Dame aus der Tiefe. Die ist hier eindeutig verehrt worden.
Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Auf dem Altar liegen die gleichen Schuppen. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Echidna lebt schon eine Weile hier. Hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. Komm raus. Kein gutes Gefühl bei der Sache. Nils, das muss er sein. Ein Monster hat ihn aus großer Höhe fallen gelassen. Britt hat nicht gelogen. Boah, bist du hässlich. Komm schon. So schnell kann's gehen. Auch wenn das Ganze verdammt knapp war. Ich gehe wohl besser durch die Hölle zurück. Schon alles, ja, schon alles gefasst, alles geplündert.
das sieht ja geil aus. Als ob die Welt untergehen würde. Wenn wir nicht an jedem Baum hängen bleiben. Ernsthaft, du triffst die verkackten Hasen nicht? Ich reiß dir die Leber raus! Schützen! Schuss! Warum kann ich die nicht aufnehmen? Egal. Freya war Spikarok schon freundlicher gesonnen. Ist eigentlich Ceres noch da? Und so aus. Aber Bastard! Interessant. Wie geht's dir, alter Mann? Geralt, mein Freund. Was bringt dich her? Der Kampf um den Thron ist voll entbrannt. Ein Streit zwischen Geschwistern ist nie gut. Das weiß ich aus Erfahrung. Hjalmar ist zu ambitioniert. Wir wären alle besser dran, wenn seine Schwester sich durchsetzen würde. Meinst du das wirklich oder sprichst du aus Dankbarkeit? Ich bin dankbar. Heimdall sei mein Zeuge. Niemals tat jemand mehr für mich als das Mädchen und du. Noch wichtiger, sie hat große Klugheit und Tapferkeit bewiesen. Qualitäten, die die Inseln jetzt mehr denn je brauchen. Leb wohl. Ja, zwischen den beiden müssen wir uns wohl auch noch entscheiden. Das wollte ich schon immer wissen. Meister Hexer. Ich habe eine alte Echidna in einer Höhle am Strand gefunden. Zähes Biest, aber ich habe sie getötet. Dann hat Brit die Wahrheit gesagt. Ein Monster hat Nils geholt. Und ihn umgebracht. Die Leiche liegt in der Höhle. Ich muss sie holen. Hexer, würdest du Brit wohl sagen, was mit ihrem Verlobten passiert ist? Du solltest mit ihr reden. Sie wird Trost von ihrem Bruder brauchen. Ja. Außerdem habe ich keine Lust, darüber zu laufen. Ich habe mich nie sehr gut mit ihr verstanden. Aber du hast recht. Ich sollte das tun. Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot, meiner eigenen Schwester nicht geglaubt zu haben. Nimm dies. Harte Arbeit muss bezahlt werden. Wiedersehen. Was haben wir denn schönes Neues? Was ist damit? Weniger Vitalität. Aber nur 200, macht das so einen großen Unterschied? Ansonsten ist sie gleich.
muss mal wieder repariert werden. Du siehst nicht aus, als könnte man. Ja, kann man auch nicht. Zeig, was du hast, dann sehen wir weiter. Was machen wir denn als nächstes? Bis dann. Als nächstes machen wir die Liste des Königs. Dafür müssen wir zurück zum Schloss. Was soll das? Und die nächste Reise-Dingsbums. Reisedingsbums, ja, ist da oben. Hemdal wacht über den klaren Tüten. Hurra! Der Hexer hat das Monster getötet! Hip hip hurra! Nach Kertrolde. Aber wenn ich so auf die Uhr schaue, werden wir da wohl eine kurze Pause einlegen müssen. Und bevor ich euch jetzt den ganzen Ladebild anschaue... Ja, okay, da ist der Ladebildschirm schon fertig. An dieser Stelle sage ich... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.